Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im April habe ich schon zwei Videos zum Thema essbare Wildpflanzen, Wildkräuter und Baumblätter hochgeladen. Heute folgt der dritte Teil. Ich habe euch dann in diesen drei Videos über 30 verschiedene essbare Wildpflanzen, Wildkräuter und Baumblätter gezeigt. Heute in diesem Video erwarten euch 11 verschiedene essbare Wildpflanzen, Wildkräuter, Baumblätter, aber auch Strauchblätter. Alle gezeigten essbaren Wildpflanzen findet ihr natürlich auch ausführlich beschrieben in meinem E-Book Gesund grün essen. Den Link zum E-Book findet ihr unten in der Infobox. Wildpflanzen sind aktuell das Beste, was uns die Natur hier in unserer Region bietet. Sie versorgen uns mit wichtigen Mineralien, Vitaminen, Enzymen, Spurenelementen und dem wichtigen Chlorophyll. Wildpflanzen sind unseren Kulturpflanzen haushoch überlegen, was die Inhaltsstoffe angeht, aber auch die gesundheitliche Wirkungen. Also Pflanzen haben auch eine gesundheitliche Wirkung auf unser System. Es gibt viele Heilpflanzen, die hier draußen in unserer Region wachsen, die wir für unsere Gesundung und für die Harmonie in unserem Körper verwenden können. Man darf ja dazu öffentlich nicht so viel sagen, man darf nicht so auf diese Heilwirkung berufen, aber Wildpflanzen sind ein geniales Lebensmittel mit bestimmten gesundheitlichen Wirkungen und wir können sie für uns ganz gezielt nutzen. Ich trinke regelmäßig, nicht täglich, aber regelmäßig einen frisch gepressten Wildkräutersaft. Und ich werde auch immer wieder gefragt, was ist denn der beste Entsafter für grüne, nährstoffreiche Wildkräutersäfte? Da empfehle ich immer den Angel Juicer. Ich hatte vor diesem Angel Juicer auch noch andere Entsafter und habe auch mit diesen Wildkräutersäfte gepresst. Aber der Angel Juicer ist wirklich die Nummer 1. Er presst problemlos alle Säfte, ob Wiesengras, also Wiesengrassaft pur oder Brennnessel pur, Girsch pur oder eben eine Mischung aus Wildkräutern. Er presst diese Wildkräuter ohne Probleme. Während der Omega-Juicer 8:6, den ich auch noch habe, aber für andere Dinge verwende, der hat immer ein bisschen Mühe bei Wildkräutern gehabt und hat immer ziemlich geknarrt und geächtzt. Da habe ich dann oft noch Gurke oder Stangensellerie mit dazu entsaftet. Mit dem Angel-Juicer könnt ihr wirklich pure Wildkräutersäfte ganz unkompliziert pressen. Ich weiß, der Angel-Juicer hat seinen Preis, aber wenn man regelmäßig grüne Wildkräutersäfte trinkt und sich presst oder auch Säfte aus selbstgezogenen Kulturgräsern oder grünblättrigen Sprossen oder Grünkraut, dann lohnt sich die Investition. Vor allem habt ihr auch die Möglichkeit, den Angel Juicer unter dem Link, den ich unten verlinke, auch per Raten abzuzahlen. Also es ist auf alle Fälle eine gute Investition in die Gesundheit. Ich habe euch hier auf meinem Kanal schon viele verschiedene essbare Wildpflanzen vorgestellt. Man muss nicht alle kennen. Ich möchte euch einfach damit mit diesen Videos einen Überblick geben und ihr könnt schauen, welche der gezeigten Wildpflanzen bei euch in der Region wachsen. Es reicht wirklich, eine Handvoll Wildkräuter am Tag oder regelmäßig zu sich zu nehmen. Ich nenne euch jetzt, bevor es dann wirklich losgeht, noch meine 5 Top-Wildpflanzen, die ich empfehlen würde, regelmäßig zu essen. Das ist die Brennnessel, der Löwenzahn, der Girsch, das Wiesengras. Also Wiesengras können wir ja nicht verdauen, weil wir nicht das nötige Verdauungssystem dafür haben. Aber wir können Wiesengras entsaften und eben diesen chlorophyllhaltigen, nährstoffreichen Saft trinken. Und als 5. nenne ich immer gern noch Lindenblätter. Also habe ich auch schon in meinen Videos oft erzählt. Wir können auch Baumblätter von bestimmten Bäumen essen. Und jetzt geht's los mit den nächsten essbaren Wildpflanzen, Wildkräuter und Baumblätter. Das ist ein kleiner schwarzer Johannisbeerstrauch. Das ist zwar nicht direkt ein Wildgrün, sondern ein Kulturgrün, aber ich möchte das gerne mit hier in diese Videoreihe aufnehmen, weil die wenigsten vermuten würden, dass man auch die Blätter von dem schwarzen Johannisbeerstrauch essen kann. Am besten nur wenige Blätter ernten, denn der kleine schwarze Johannisbeerstrauch benötigt die Blätter für die lebensnotwendige Photosynthese. Die Blätter des Johannisbeerstrauches sollen sehr proteinreich sein. Das sind junge Birkenblätter.
Die Birke ist auch sehr gut erkennbar an ihrem weißen Stamm. Im März sind die Blattknospen und im April, Mai die jungen Blätter der Birke essbar. Sie schmecken recht mild. Die älteren Blätter der Birke schmecken dann später zäh und bitter. Junge Brombeerblätter können auch im Frühjahr gegessen werden. Die Blätter sind gefiedert und 3 bis 5 oder 7-zählig. Die Blätter sind auch ein gutes Wildgrün im Winter, weil die Brombeerblätter im Winter am Strauch bleiben. Sie schmecken dann zwar recht ledrig, weil der Wassergehalt immer mehr abnimmt, aber sie sind zum Beispiel sehr gut für grüne Smoothies geeignet. Im Frühjahr ist der Vorteil an jungen Brombeerblättern, dass sie noch keine Dornen auf der Rückseite des Blattes ausgebildet haben. Das ist der Waldsauerklee. Diese Wildpflanze wächst nicht bei uns in Leipzig. Ich bin Ende April in meiner alten Heimat im Erzgebirge und hier gibt es im Nadelwald diese Wildpflanze. Die Blätter des Waldsauerklees sind gestielt und ihr könnt erkennen, die Blätter sind 3-zählig. Wie schon erwähnt, wächst der Waldsauerklee hier im Nadelwald am Boden und hier kommt recht wenig Licht hin. Also der Waldsauerklee kommt mit wenig Licht aus und das macht ihn auch fast einzigartig unter den Pflanzen, die blühen. Wie der Name schon vermuten lässt, der Waldsauerklee schmeckt zitronigartig säuerlich. Das ist die Wegrauke. Von der Wegrauke könnt ihr Blätter und Blüten essen. Wie man gut erkennen kann, sind die Blätter weiter unten größer und werden nach oben hin immer schmaler. So ein Blatt der Wegrauke besteht aus mehreren paarigen Blattlappen und einem großen Endlappen. Was auch charakteristisch ist für die Wegrauke, wie man hier gut erkennen kann, stehen die Zweige dieser Wildpflanze starr ab und entspringen der Blattachse. Eine gelbe Blüte der Wegrauke besteht aus jeweils 4 Blütenblättern. Hier seht ihr einige Exemplare des Wiesenklees. Charakteristisch für den Wiesenklee ist die Dreiteiligkeit der Blätter, wie man hier auch ganz gut erkennen kann. 4-blättrige Kleeblätter sind sehr, sehr selten. Die Blätter und die Blüten sind essbar. Der Wiesenklee schmeckt recht mild, sowie eine Mischung aus Feldsalat und Erbse. Was viele Menschen gar nicht wissen, dass man auch die jungen Triebe von Nadelbäumen mitessen kann. Also Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche. Da kann man im Frühjahr, so im Mai herum, Mai, Juni, die jungen Triebe, solange sie noch weich sind, mitessen. Ihr seht hier auch, die jungen Triebe haben so ein schönes, frisches Grün und die älteren Nadel kann man deutlich unterscheiden von diesen jungen Trieben. Diese sind ganz weich, die könnt ihr pflücken und einfach so essen. Die jungen Triebe schmecken säuerlich, zitronig, harzig und enthalten viel Vitamin C. Wie ihr gesehen habt, findet ihr in meinem E-Book, also einem digitalen Buch, viele Informationen zum Thema essbare Wildpflanzen. Ich werde aber auch immer wieder nach richtigen Büchern, nach echten Büchern gefragt zum Thema essbares Wildgrün. Ich bin da teilweise auch noch ein bisschen antik und liebe es auch einfach, echte, richtige Bücher mit in die Natur zu nehmen, vor allem wenn ich neue Wildpflanzen für mich entdecke. Da habe ich hier meinen Tipp Nummer 1, essbare Wildpflanzen, 200 Arten bestimmen und verwenden. Dieses Buch habe ich vor allem dafür benutzt, mir dieses Wissen, dieses Spektrum an Wildpflanzen, die ich jetzt kenne und euch teilweise auch vorstelle, für mich zu entdecken. Auch dieses Buch, Essbare Wildkräuter und ihre giftigen Doppelgänger, gibt einen guten Überblick über das, was wir hier in unserer Region essen können und vor allem mit welchen giftigen bzw. ungenießbaren Doppelgängern wir sie verwechseln könnten. Also auch ein sehr gutes Buch,
Und auch hier erste Hilfe mit frischen Wildpflanzen, wenn ihr unterwegs seid und habt vielleicht einen Insektenstich oder eine kleine Verletzung oder irgendwelche anderen Beschwerden, dann hilft euch dieses Buch in der Natur die richtige Pflanze zu finden. Wer sich darüber hinaus mit der Heilkraft von Wildpflanzen und dem Seelenleben von Pflanzen beschäftigen möchte, dann kann ich auf alle Fälle die Bücher von Wolf-Dieter Storl empfehlen. Ich glaube, Heilkräuter und Zauberpflanzen zwischen Haustür und Gartentor war mein erstes Buch von ihm. Auch dieses Buch mit Pflanzen verbunden, meine Erlebnisse mit Heilkräutern und Zauberpflanzen, ist sehr, sehr faszinierend und gibt einen interessanten Einblick in die Heilwirkung von Pflanzen. Und auch dieses Buch kann ich empfehlen, die Urmedizin, die wahren Ursprünge unserer Volksheilkunde. Und da geht Wolf-Dieter Storl auch weit in die Zeit zurück und zeigt eben auf, was so hier in diesem Breiten wirklich die Urmedizin, die Naturmedizin ist. In diesem Buch geht es über überlieferte Volksmedizin, das Wissen des Volkes. Dieses Buch, Die Seele der Pflanzen, habe ich mir erst kürzlich von Wolf-Dieter Storl gekauft und er beschreibt in diesem Buch 55 Pflanzenpersönlichkeiten. Auch ein wunderschönes Buch, habe schon ein bisschen reingelesen, kann ich auf alle Fälle auch empfehlen. Ihr findet die Links zu all diesen Büchern unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das hier ist der Beifuß. Das war früher eine der wichtigsten und heiligsten Heilpflanzen. Die Stängel sind rötlich-braun. Ich denke, das kann man doch ganz gut erkennen. Die Blattoberseite des Beifußes ist grün. Und wenn ihr das Blatt umdreht, dann seht ihr, dass die Blätter auf der Unterseite sehr hell sind. Die Blätter sind vorn zugespitzt und haben kleine Zähne. Für Schwangere soll der Beifuß nicht geeignet sein, da in der Frauenheilkunde die Wildpflanze entweder zur Einleitung der Geburt oder aber auch zur Einleitung der Menstruation angewandt wird. Das, was ihr hier seht, ist der Ackerschachtelhalm. Der Ackerschachtelhalm gehört zu den ältesten Pflanzenfamilien der Welt. Und essbar sind die nadelförmigen, weichen Blätter und die jungen Triebe. Und die Blätter des Ackerschachtelhalms sind in Quirlen angeordnet. Hier könnt ihr den Ackerschachtelhalm noch mal ein bisschen genauer betrachten, wie der so aufgebaut ist. Vor allem die Blätter, also diese nadelförmigen Blätter, die bestehen so aus Teilsegmenten, die so ineinander geschachtelt erscheinen. Deswegen auch der Name Ackerschachtelhalm. Es gibt auch giftige bzw. ungenießbare Schachtelhalme. Wie man diese von den essbaren unterscheidet, erkläre ich auch in meinem E-Book Gesund Grün Essen. Hier seht ihr den Breitwegerich. Hier ist auch ein schönes Exemplar. Ich hatte ja in einem der ersten Teile zu dieser Videoreihe über essbares Wildgrün schon den Spitzwegerich vorgestellt. Auch beim Breitwegerich sind Blätter, Blüten und Samen, auch die Wurzel, essbar. Die Laubblätter sind löffelförmig und können bis zu Handteller groß werden. Auch die Blätter des Breitwegerich schmecken wie der Spitzwegerich pilzartig, champignonartig. Die Blätter des Breitwegerich können bei kleineren Verletzungen oder Insektenstichen zerkaut und auf die Wunde gegeben werden. Meine beiden Jungs, die haben einen Waldkindergarten besucht und Simon, was habt ihr da gelernt? Dass der Breitwegerich gegen Brennnesseln hilft. Also wenn ihr euch an Brennnesseln genesselt habt, dann habt ihr was gemacht? Das ist hier auf der Hand zusammengerollt und dann drüber getan. Oder habt ihr es auch manchmal zerkaut?
Ja, keine Ahnung. Weiß ich Ist nicht schon, mehr. jemand ist ja jetzt schon 14. Also ihr habt es gehört, nicht nur bei Insektenstichen und kleinen Verletzungen, auch wenn man sich an der Brennnessel genesselt hat, kann der Breitwegerich Linderung verschaffen. Das ist die gemeine Hasel. Da wachsen im Herbst bzw. im Spätsommer heimische Haselnüsse. Und die Blätter von der gemeinen Hasel sind auch essbar in kleinen Mengen. Hier seht ihr so ein schönes Exemplar, ein schönes Blatt der gemeinen Hasel. Die Blätter sind gestielt und circa 7 bis 13 cm lang und rundlich bis verkehrt eiförmig. Der Blattrand ist grob doppelt gesägt. Die Blätter der gemeinen Hasel schmecken leicht bitter bis erdig. Wenn ich hier so die Wiese entlang laufe, sehe ich überall Essen. Hier das Wiesengras. Wir können das zwar nicht so essen, weil uns dafür das benötigte Verdauungssystem fehlt, aber wir können Wiesengras, Süßgräser entsaften und den frisch gepressten grünen Saft trinken und uns mit vielen wichtigen Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen, Enzymen und dem sehr wichtigen Chlorophyll versorgen. Dann haben wir hier Wiesenklee und dann hier sehe ich Breitwegerich. Hier haben wir auch den Löwenzahn mit schönen, wertvollen Bitterstoffen. Und dann gehe ich hier so die Wiese lang, da haben wir hier noch mehr Wiesenklee und hier drüben wächst die Brennnessel in Massen. Das sind alles ganz kostbare Brennnesselpflanzen. Hier überall, auf der linken Seite, wächst Girsch auch in Massen. Das ist unglaublich, wie wir uns hier in der Natur bedienen können. Zwischen dem Girsch sehe ich gerade, wächst auch der Gundermann. Mal sehen, ob ich den noch an anderer Stelle finde, um ihn noch mal kurz aus der Nähe zu zeigen. Ja, hier habe ich noch den Gundermann gefunden. Diese nierenförmigen Blätter. Er blüht lilafarben. Also die lilafarbenen Blüten, die ihr hier seht, die gehören zum Gundermann, auch Gundelrebe genannt. In einigen Videos haben wir schon gezeigt, wie wir die Brennnesselblätter direkt frisch von der Pflanze essen können. Ihr wisst ja, die Brennnessel verfügt über Nesselhaare, die sehr lästig sein können, zumindest für uns. Wenn wir die Brennnessel berühren, dann zucken wir sofort zurück, weil es dann auf unserer Haut brennt und nesselt. Simon, magst du zeigen? Ich auch. Also von unten ein Blatt schnappen, weil nämlich unten sind die wenigsten Nesselhaare. Was macht man dann? Bei mir ist natürlich Achso, das direkt. Macht man nicht. Aber bei mir ist natürlich direkt diese Also du faltest das jetzt einfach zusammen. Ja, also man kann es falten, dann nesselt es nicht oder man rollt es halt gleich zusammen. Du faltest es und dann drückt man da noch so ein bisschen drauf rum. Und dann kann man sich dieses kleine Naturbonbon in den Mund stecken. Okay, dann drückt man schön drauf rum. Damit zerstört man nämlich die Nesselhaare. Lass dir schmecken. Wie schmeckt die Brennnessel? Brennnessel irgendwie. Nussig, so ein bisschen leicht nussig, spinatartig. Also ein ganz angenehmer Geschmack. In die Brennnessel reingelaufen. Ich habe mich gerade gestochen, direkt. Also Silas hat sich jetzt gestochen, ihm ist die Lust auf Brennnesselessen vergangen. Das kann natürlich passieren. Also man ist nicht davor gefeit, auch wenn ich Brennnessel pflücke, es nesselt schon noch ein bisschen. Aber ich bin abgehärtet und ich habe mich darauf eingestellt. Und ich sammle die Brennnesselpflanzen, die Brennnesselblätter auch immer mit ganz großer Dankbarkeit und bin wirklich auch sehr dankbar, diesen Schatz hier in der Natur zur Verfügung zu haben. Die Brennnessel habe ich ja schon in einem der beiden Wildkräuterteile gezeigt, die ich im April veröffentlicht habe. Da waren die Pflanzen noch recht klein, die Brennnesselpflanzen, die ich gezeigt habe. Und hier seht ihr die großen Brennnesselpflanzen. Die können wirklich sehr hoch werden. Die Brennnessel ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen, Spurenelementen, enthält auch das wertvolle Chlorophyll, was ja dazu hilft, das Blut zu entgiften und zu reinigen. Die Brennnessel gehört mit zu den mineralstoffreichsten Wildkräutern, die wir hier in unserer Region haben. Und ich kann es nur jedem empfehlen, regelmäßig Brennnessel zu sich zu nehmen, entweder frisch oder als Pulver. Die Brennnessel enthält auch ein wichtiges Spurenelement, das auch ein bisschen verkannt ist, und zwar das Silizium.
sehr wichtig für Haut, Haar und Knochen. Deswegen regelmäßig Brennnessel essen, entweder so wie wir das gerade gezeigt haben, frisch von der Pflanze, oder einfach Teile der Brennnessel sammeln und entsaften. Ich sammle dann immer die Stiele mit, die sind recht dick. Ich sammle immer dann den oberen Teil der Pflanze. Und so kann man dann die Brennnessel auch gut entsaften, oder ihr gebt sie mit zu einem grünen Smoothie oder schneidet sie klein für Salate. Ich hatte letztes Jahr auch ein Video veröffentlicht, wo ich zeige, welche Möglichkeiten es gibt, die Brennnessel roh zu essen. Wer das Video noch nicht gesehen hat und sich dafür interessiert, ich verlinke das Video oben in den Infokarten. Für alle, die sich nicht an die Brennnessel herantrauen, aber interessiert sind an einem Produkt, was viel Silizium enthält, beziehungsweise den Körper gut mit Silizium versorgt, dann kann ich euch das Siliziumpulver von Lebenskraft pur empfehlen. Es besteht aus Brennnessel, Ackerschachtelhalm und Bambus. Ich habe jetzt gerade noch einen großen Bund Vogelmiere gesammelt. Dieses Wildkraut habe ich auch in einem der ersten beiden Wildkräuterteile vorgestellt. Das ist ein sehr mildes Wildgrün. Das schmeckt so nach einer Mischung zwischen Mais und Erbsen und ist für Anfänger, für Wildkräuteranfänger beziehungsweise auch für Kinder sehr gut geeignet. Mein Ältester, mein 14-jähriger Sohn Simon, isst dieses Wildgrün schon seit vielen Jahren mit Begeisterung. Das war's wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren. Ich hoffe, ihr seid sehr motiviert, demnächst auch in der Natur bei euch in der Region zu schauen, welche essbaren Wildpflanzen, Wildkräuter und Baumblätter bei euch wachsen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Silke.